Ich bin ein Mann der Täuschung, nicht zwei. Vielen herzlichen Dank und guten Morgen an Sie alle. So einen Tag, den kann man nicht proben, den machen wir jetzt gemeinsam zu einem schönen Tag. Schön, denke ich mir, ist das Ambiente. Ich habe diesen Saal vor etwa 2 Jahren auf einem meiner Museumsbesuche entdeckt und war sofort davon begeistert und dachte, das ist eigentlich ein idealer, wunderbarer Raum für Close-Up und für, wie wir dazu sagen, Salonzauberkunst. Und dann kam die Idee, 65 Jahre magische Welt. Das war schon vor 1,5 Jahren geboren. Aber so schön dieser Saal auch ist und so wunderbar dieses Museum auch ist, und ihr habt alle freien Eintritt mit dieser Karte, mit dieser Ticket, euch die Ausstellung anzuschauen, so schwierig ist es doch, mit so einem großen Haus zu kommunizieren. Es hat wirklich Wochen, es hat Monate gedauert, bis ich dann so weit vordringen konnte, dass wir zu einer Kooperation zusammenkamen. Der vorherige Leiter, Professor Dr. Köpke, war ein großer Fan von der Zauberkunst. Und der hat mir übrigens etwas ganz Tolles gesagt, und das will ich gleich mal hier weitergeben, das sicherlich auch einige verwenden können. 2 Dinge hat er eigentlich mir erzählt. Einmal hat er mir erzählt, dass er eine Zauberausstellung vor vielen, vielen, vielen Jahren gesehen hat. Und dann frage ich natürlich, wo war die? Und dann sagt er, in Neuss. Dann fragte ich vielleicht im Clemens-Seels-Museum, sagt er, ja genau. Aber die sah schrecklich aus, die war vollgemüllt. Sagte ich, schön, das war meine. Ich möchte das auch gleich zum Anlass nehmen, euch eine wunderbare Helferin vorzustellen. Gabriela, einmal bitte nach vorne. Das ist mein guter Geist hinter den Kulissen. Sie seid heute Morgen mit uns hier alles aufbaut. Gabriela. Soweit so ein bisschen was zu diesem Tag, zu diesem Raum, den ich in der Tat zwar recht günstig bekomme, aber dafür habe ich denen die Ausstellung angeboten. Die Ausstellung ist in dem Bibliotheksgang, die kann man sich später auch anschauen. Dank möchte ich auch wirklich allen, die mich unterstützt haben, die dort auch aufgelistet sind. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, was mir sehr peinlich wäre. Und ich möchte mich dadurch auch gleich bei vielen, die dazu beigetragen haben, dass diese Tüte ermöglicht war. Und ich möchte euch zeigen, da ist eine CD drin, das ist eine DVD mit den kompletten MB-Jahrgängen. Die kriegt ihr alle gratis mit dieser Tüte, gebt es bitte nicht weiter. Behaltet es für euch, das ist eine einmalige Edition, die gibt es auch nicht wieder in dieser Form. Ansonsten ist der vielen herzlichen Dank also all den Sponsoren, und es gibt noch mehr Sponsoren, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Wenn ihr, so, nun aber zu Flip aus Holland, ihn vorzustellen, diese Wesen nach Holland zu tragen. Lieber Flip, wir freuen uns darauf, dass du dich mit dem Thema Kunst und Zaubern auseinandergesetzt hast. Und Flip ist ja von Hause aus erst einmal Grafikdesigner,
in das wir hineinrufen. Werbegrafik der Ordnung gestalten. Ja. Gut, dann gehört jetzt die Bühne dir und wir sehen uns danach zu einem ganz besonderen Spiel. Vitus hat mich gefragt, einen Vortrag zu machen über Zaubern und Kunst. Und das ist eine Aufgabe. Ja, ja. Als Sie sitzen. Oh ne, vielleicht diese Herren sehen ein bisschen ähnlich aus. Ich muss es schnell machen, ich habe nur 20 Minuten, also help me bitte. Also ich habe hier ein professionelles Papier, wie ich hinausnehme. Was steht da auf? Ja, und nicht mehr in diesem Abend. Wir können Sie bitte drinstecken. Bitte schön, dann ist die Klasse von vorgestellt. Später für Ihnen, das war die Aufgabe. So, ich mache das zu, das ist für Ihnen, dann können Sie behaupten. Und da werden wir wirklich so etwas fragen. Das Zaun ist eigentlich die meiste Teil von völliger Überkitsch. Ja, also es steht hier auch. Und Zaun über uns. Das sage ich euch, ich sage es uns. Und weil es noch Kunst sein muss, wollen Sie bitte schön das Papier aus das Kuvert holen. Ich bedanke mich. Und das steht drauf. Zank über uns. Und Zank über uns. Also es ist doch gezaubert, das Papier ist leer. Ja. Das ist eine Illusion von aus der Barockzeit, denke ich, oder ein bisschen früher. Von Archibaldo, das ist ein Porträt von seinem Mäzenas. Er hat alles zusammengestellt aus Früchte und Gemüse und so weiter, aber gibt Illusionen von dem richtigen Porträt. Das ist möglich. Jemand kommt aus das Rahmen gekoppelt. Das ist auch fast Zauberei. Das ist ein Trick machen, könnte man das sagen. Dann kommt hier zum Beispiel, das ist von einem ein Schüler von Leonardo da Vinci, Bernardino Luigini. Und was hat dieser Typ hier, diese Cherubin, was es ist? Das ist die alte Zauberflüchtasche. Das war dann schon in 1550 ungefähr, nicht? Auch. Und das wird noch immer verwendet. Ich habe es in meinem Programm noch, die ganze Zeit. Okay, diese verdammte Blöte. Vielleicht war es nur Hunst, das kann natürlich auch Hunst. Oh. Zauberflöte von Mozart. Warum haben Sie das nicht eher gesagt? So geht es natürlich. Also vergessen wir die Zauberflöte von Mozart. Vielleicht besser ein bisschen moderner. Einmal sehen. Und zu diesem MW-Klick kommen wir jetzt. Und dazu braucht ihr alle diese kleine Runde. Kappen möchte. Das ist eine ganz einfache Spielregel. Ganz schnell hochhalten. Wer es weiß, worum es geht. Erst hochhalten, damit ich einen optischen Eindruck habe. Dann aufstehen und dann sagen. Und wer da der Schnellste ist, der hat es bekommen. Okay? Und wenn es zwei sind, die oder drei sind, die plötzlich aufstehen, dann werde ich versuchen, mein objektives, subjektive Wahrnehmung weiter zu lassen. So. Gut. Ah, dann ist die kaputt. Das zieht dann von der Miete ab, okay? Gut, versuchen wir es mal. Und das sind Gutscheine, ich habe sie in eine unbestimmte Reihenfolge gelegt, gemischt, wie auch immer. Wir fangen von oben an und dann könnt ihr was gewinnen. So, mal schauen, ob das funktioniert. Nummer 1. Hat noch keiner was dran? Ach, man muss es raus. Das bin ich. Herr Mampers. Otto Wissen nicht. Otto Wissen, richtig. Und mal kurz gucken, ob das auch wirklich stimmt. Wer sich erkennt, soll sich für die Liste stellen. So, und der erste Gewinner ist Schmidt Gabriel. Manfred. Von Zauberkunststücke im Wert von 130 Euro erhalten von Katscha. Vielen Dank. Und Skandinavien.
Das war ja auch recht einfach. So, und wer jetzt einmal gewonnen hat, der scheidet natürlich bei der nächsten auch aus. Nicht, sonst geht er nachher mit 30 Päckchen nach Hause. Jetzt gibt es kein Kriegsspiel, jetzt gibt es eine Frage. Wir sind ja hier am Weta. Er zijn genoeg koolhydraten voor jou. Ja, goed. Meer boontjes, denk ik. Ja. Weer wissen es. Willkommen zum zweiten und dritten Teil. Miteinander übergehen werden. Und zuvor hat sich noch jemand angemeldet. Ich weiß selbst nicht, worum es geht, aber wer sich angemeldet hat, möge jetzt sprechen, sonst schweige er für immer. Oh, Frau Knopp vom Magischen Zirkel von Deutschland. Welche Überraschung.
im Auftrag des Magischen Zirkels von Deutschland ganz herzlich zum Jubiläum gratulieren und Ihnen eine Kleinigkeit überreichen. Diese Plakette zeigt also den berühmten Jacques de Bocanson und das ist seine Ente und da ist der Flötenspieler abgelegt. Toll! Das war Renate Klopp, langjährige Vorsitzende, immer noch Vorsitzende vom Magischen Ortszirkel in Krefeld, meine lange Heimat für fast 20 Jahre. Kommen wir nun zu der praktischen Weise der Zauberkunst mit unserer ersten Show. Es wird ja zwei Shows geben. Und zur ersten Show habe ich gedacht, lade ich speziell die Zauberkünstler ein, die sich hier auch in Hamburg betätigen und auch in Hamburg angefangen haben, auch ihre Karrieren angefangen haben und dann in die Welt hinausgegangen sind, mit einem ganz speziellen Gast, den ich nachher auch nochmal speziell vorstellen werde. Und den Anfang macht ein wunderbarer Kollege, den ihr alle kennt. Unsere sind eigentlich unsere vier Gäste noch, die von der Zauberei so gut befleckt sind, sind noch unter uns. Ja? Sie sind noch unter uns und dann er sind auch noch unter uns. Hat es mir ein bisschen Spaß gemacht? Ja. Was essen wir jetzt gut? Sehr schön. Ja, das ist mein lieber Kollege Jan Logemann. Jan Logemann, ja. Jan Logemann, dem habe ich schon vor vielen Jahren in der Magischen Welt eine Karriere voraus prophezeit und sie ist auch längst angetreten, auch ohne mein Dazutun. Er ist, hat den ersten Preis bekommen 2012 auf dem FISM-Kongress in Blackpool. Er ist seitdem in vieler Welt und bei vielen Veranstaltungen aufgetreten. Er ist in meinem Zaubersalon aufgetreten und er tritt heute hier auf und ich finde das ganz wunderbar, dass er die Eröffnung macht. Liebe Freunde der Magischen Welt, einen riesengroßen, nicht abstoppenden, frenetischen Applaus für Jan Logemann. Ein Tick besser, hier kann man sehen, zack, und dann hüpft also eine Karte, die dann angekommen ist, so richtig so in die Nähe. Ja? Nur das, weil sonst heißt es nachher, ja, der kann uns ja alles erzählen. Ja? Also hier, da, zack, und dann kommt eine Karte, also quasi durchs Portal geflattert. Hier kann man auch zwecken. Also wer Bock drauf hat, kann das gerne. Also gibt es verschiedene Varianten. Aber eine Karte, du hast dir nur eine Karte aus dem Spiel angeguckt und du sagtest Herz 8 und natürlich ist die Herz 8 angekommen. Ja. Also quasi in Zeit gewirkt. Auch wenn Sie gerne ranhalten, mag ich 45 Jahre Trauerei. Er hat wunderbare Bücher verfasst, er hat sie oft mit Herzblut geschrieben und heute zeigt er es ebenfalls mit Herzblut für uns und ich freue mich ganz besonders darauf, dass ich ihn dazu habe gewinnen können. Für euch und für mich ganz besonders Christian Knutzen. Hier wird noch ehrlich gearbeitet, hier wird man sich nicht noch selber auf die Bühne. Ganz toll. So, ich bin der Poet, der Zauberkunst. Sie haben es gerade gehört, ihr habt es gerade gehört. Ich duze euch, ist das okay? Ja. Sehr gut. Weil ich duze sowieso hier fast alle. Als ich erst 12, 13 Jahre alt war, so beeindruckt, dass es mich mein Leben lang begleitet hat. Und dieses Gedicht möchte ich Ihnen jetzt einfach nochmal magisch umsetzen. Es ist ein Gedicht von, klar, Hermann Hesse. Es ist eines der bekanntesten und es heißt Stufen.
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter reicht, so blüht auch jede Lebensstufe. Jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zu Abschied sein und Neubeginn, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Denn jedem Anfang wohnt ein Zauber. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesund. Als ich hörte, dass er sich für diesen Tag angemeldet hat, den ich schon auch ebenfalls seit 30 Jahren kenne und von dessen Qualität ich sehr, sehr angetan bin. Auch ein Poet, wenn man so will. Er ist ein Autor, hat Bücher übersetzt. Ganz wichtig hat er Bücher übertragen von Deutsch ins Englische. Das Hofzinserbuch ist dadurch wirklich weltweit bekannt geworden. In der magischen Welt hat er häufig aus seiner Welt geschrieben, was dort an neuen Publikationen herausgekommen ist. Das ist Richard Hetsch, und Richard Hetsch ist sehr verwurzelt mit der deutschen Zauberkunst. Er, das darf ich glaube ich sagen, ist ein Schüler in gewisser Weise von Raxon und ein sehr guter Freund auch von Alexander Adron gewesen, denn Richard Hetsch hat hier eine ganze Weile in Deutschland gelebt. Ursprünglich an der Yale-Universität Physik studiert, aber wie er mir gestern sagte, es ist spannender, die Naturgesetze auf den Kopf zu stellen, als sie immer wieder neu zu beweisen. Und so wird er uns auch heute etwas ganz Besonderes zeigen, eine zauberhafte Darbietung, über die er auch eine Publikation herausgebracht hat. Und was und wie das jetzt sich vor Ihren Augen abspielen wird, haben sicherlich viele in dieser Form noch nicht gesehen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich ihn habe überreden können, heute hier und auch morgen bei uns zu sein. Und bitte begrüßen Sie mit mir ganz, ganz herzlich, ebenso mit einem frenetischen Applaus aus Übersee, aus Utah, Richard Hetsch. Unten werde ich nicht aussehen, aber die Jacke doch. Und obwohl ich jetzt zum ersten Mal hier in Hamburg bin, möchte ich die Wörter unserer ehemaliger Präsident John F. Kennedy in Berlin nachmachen und zu sagen, ich bin, I'm sehr proud, I'm very proud, as a free man and a magician, to be able to say, ich bin ein Hamburger. So, dieses Kunststück, er wollte fast seinen Traum aufgeben, aber vorher, als er das machte, hat er sich beschlossen, ein Pilgrimage zu machen. Zu der Insel auf der Ostküste von Japan, wo die berühmten Shinto-Schreine sind. Und als er in der Nähe dieser Insel nahegekommen ist, da in the harbor, da hat er dieser Gate gesehen, was so berühmt ist im Harbor. Aber vorher er sein Schiff so ins Harbor bringen könnte, müsste er es unter diese lange Brücke. Das tat er. So, he anchored his boat und ging zum Shinto-Schrein. Aber er ist nicht innen drin gegangen, denn außen war, was er suchte, eine Quelle. Auf Englisch würden wir das wahrscheinlich eine Wishing Well nennen. Denn er nahm ein Stück Papier und seine Calligraphy Brush, und auf dieser Stück Papier, da hat er seinen Wunsch geschrieben, ein beruflicher Angler zu werden. Und dann hat er das Papier in der Felle losgelassen, fangen lassen. Diesmal, als er es zu sich brachte, hatte er drin das größte Fisch, was er hat. Das passte je
jedes Mal den ganzen Tag durch. Er hatte eigentlich ein bisschen Angst, dass er vielleicht Schwierigkeiten haben würde. Am Ende der Tage ist zu sich nach Hause jetzt genauso aus wie eine Trauerweise. Tradition von vielen Zauberfachzeitschriften in erster Linie Kunststücke veröffentlichen. Theorie war sehr wenig. Später kam die Theorie dazu. Und diese Theorie ist für jede Kunst sehr wichtig. Erst wenn man reflektiert, kann man letzten Endes auch seine Kunst immer besser und optimaler vorführen. Und deswegen habe ich auch angeregt, dass wir heute hier ein kleines Podiumsgespräch mal führen über die Entwicklung der Zauberkunst. Und ich habe allen Beteiligten zwei Fragen vorher zukommen lassen. Einmal die eine Frage: Wie hat sich die Zauberkunst in den letzten Jahren verändert? Wie ist der Eindruck? Und zum anderen: Wie ist der Ausblick auf die Zauberkunst in den nächsten 10 oder 15 oder 20 Jahren? Und dazu gibt jetzt jeder erstmal sein Statement ab und dann können wir, und lade ich Sie ein, darüber reden, was der eine oder andere dazu zu sagen hat. So, ich begrüße mal Christian Knutzen, Manuel Merte, Jan Lohmann, Frank Wildtag, Michael Gielau und Roman Erdl. Ein Statement soll ich ja abgeben. Okay, na gut. Ich bin ja eigentlich der Meinung, dass jede Kunst- oder Kulturleistung immer ein Spiegelbild seiner Zeit ist. Und deswegen hat sich die Zauberkunst auch in die Richtung entwickelt, in die sich eben die Zeit entwickelt. Und sie wird sich auch in den nächsten 20 Jahren genauso entwickeln, wie sich unser aller Leben entwickelt, weil anders geht das ja auch gar nicht. Sie ist ja nicht losgelöst. Also wie die Zauberei sich in der Zukunft entwickelt, das weiß ich natürlich nicht. Wenn ich das wüsste, wäre ich Hellseher und würde wahrscheinlich mein Geld anders verdienen und würde internationale Firmen beraten oder die Weltherrscher. Also Fakt ist ja auch, Christian ja gesagt hat, Zauberei ist eigentlich immer ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit, und Zauberei hat sich auch schon immer der technischen Möglichkeiten bedient, und das ist ja ein rasanter Sprung. Ich weiß nicht, ob jemand... Viele waren wahrscheinlich bei den letzten zwei Weltmeisterschaften. Was sich da in der Zauberei getan hat, ist unfassbar. Also Manipulation, Close-Up, das stehen uns alle an die Wand. Und wir auch. Und ja, Zauberei in der Vergangenheit. Ich glaube, ich erinnere mich noch mal, es gab mal eine Zeit, da haben die Leute gesagt, die ganze neue Technik, da wird die Zauberei immer überflüssig sein. Wenn man virtuelle Realitäten hat, warum soll man dann noch zaubern? Ich glaube, man sieht ja, jetzt passt sich die Zauberei den virtuellen Realitäten an. Es gibt diese YouTube-Nerds, irgendwie geht es weiter. Vielleicht kommt irgendwann wieder die Zeit, wo es um Pokémon Go geht. Die Leute werden dann dazu ermuntert, rauszugehen in die Welt. Und ja, vielleicht hilft Zauberei da auch. Also vielleicht können wir durch unsere Live-Zauberei irgendwann die Leute wieder wegbringen von dem Bildschirm. Ich bin jetzt vielleicht zu optimistisch. Ich würde es jetzt an zwei Beispielen festmachen. Also einmal Zauberei in der modernen Zeit, gerade Beispiel aus der letzten Woche, ich war in Barcelona und da haben wir zufällig eine Gruppe von Cardistries. Muss ich ganz kurz erklären, das ist eigentlich Kartenjonglage, mehr oder weniger. Und das war für mich ganz interessant zu sehen, wie sich diese Welt plötzlich vernetzt. Das heißt, Leute kommen aus Amerika, Spanien, Schweden, Hamburg, Köln, Deutschland, Schweiz, ne, unsere Welt. Und die treffen sich da und sind so hemmungslos miteinander und tauschen sich so toll aus, weil die es gar nicht anders kennengelernt haben. Ich glaube, das war damals ein bisschen anders. Jeder hat sein Geheimnis für sich behalten und es gab immer eine Distanz zu seinen Zauberkollegen und gefühlt, vor 10 Jahren war es distanzierter und jetzt Kommunikationsgesellschaft, genau das heißt, der Gesellschaft, vielleicht liegt es einfach nur daran, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, irgendwie wird es offen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, vor einem Monat war ich in Paris mit Patrick und da habe ich die Kompanie 1420 performt und das war wahnsinnig interessant für mich, weil ich da das erste Mal gesehen habe, dass die
fast keine Grenzen haben. Sich fast keine Grenzen setzen, um ein Projekt durchzuziehen. Also ein wahnsinniger Aufwand, um ein Levitationsprojekt umzusetzen, was künstlerisch ganz interessant umgesetzt wird, vielleicht der falsche Rahmen, aber wieder der Schritt zur Kunst und weg vom Aufsitzer, um es jetzt ganz platt zu formulieren. Das fand ich schon sehr spannend. Da kann man jetzt nicht ewig drin verzetteln. Das tue ich auch gerade. Aber das nur als zwei kleine Anschlüsse, wie sich das vielleicht wieder verändern kann. Vielleicht geht es wieder mehr zurück zur künstlerischen Richtung, mehr wieder Richtung Theater, größeren Aufwand, größere Inszenierung mit Hilfe der Zauberei. Man sieht es jetzt vielleicht sogar am Musical Aladdin ganz schön, also dass da Steinmeier ist auch wirklich ein Moment des Staunens und der Täuschung kommt. Und das finde ich interessant, dass da keine Hürde ausgelassen wird und drüber wird, diese zwei Punkte. Ja, ich habe sehr lange über diese Frage nachgedacht, weil es für mich eine unheimlich schwierige Frage war, oder zwei unheimlich schwierige Fragen, weil für mich hat sich die Zauberkunst in den letzten Jahren in verschiedene Richtungen entwickelt, sodass ich gar nicht sagen kann, was war jetzt für mich die wichtigste Entwicklung. Das, was mir aber ganz deutlich aufgefallen ist, dass der Zauberkünstler aufgehört hat, auf der Bühne die Rolle eines Zauberers zu spielen. Die Distanz zwischen Künstler und Zuschauer ist nicht mehr so groß, wie sie noch vor 10 Jahren war. Man mimt immer weniger den großen Zampano, der nach dem Motto, schaut her, jetzt ist die Münze weg, jetzt ist sie wieder da und dann Applaus einfordert, sondern es geht immer mehr dahin, dem Zuschauer wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Alles wirkt natürlicher, improvisierter, auch spontaner. Und ich glaube, dass sich durch dieses neue Rollenverständnis auch für die Zuschauer auch einiges ändert, was die Einstellung zum Trickgeheimnis betrifft. Denn wenn ich im klassischen Sinne die Rolle des Zauberers spiele und irgendjemand, und hier wird YouTube und Co. angesprochen, enträtselt einen Trick, dann bricht die ganze Rolle damit zusammen. Erst wenn ich aufgehört habe, den Zauberer im klassischen Sinne zu spielen, können wir auch aufhören, der neuen ultimativen Illusion hinterher zu rennen. Die Tricks müssen immer wasserdichter sein, man muss sie umringend in einer Bar vorführen können. Und ich glaube, erst wenn wir nicht mehr jagen nach immer neueren Illusionen und perfekteren Tricks, können wir im Laufe der Jahre tatsächlich neue Darstellungsformen entwickeln. Und für mich, ich befürchte fast, dass es sich nicht in die Richtung entwickelt, aber es wäre mein Wunsch für die Zauberkunst, dass wir weggehen von der übermäßigen Tricktechnik hin zu neuen Darstellungsformen. Das ist so meine Antwort auf diese beiden Fragen. Ja, komisch. Ich hatte gedacht, ich muss jetzt gar nichts mehr sagen, wenn wir von mir was sagen, aber das, was ich sagen wollte, ist tatsächlich noch nicht gesagt worden. Also ich beobachte gerade in den letzten 10 Jahren zwei aus meiner Sicht sehr unangenehme Tendenzen. Nämlich einmal die Entwicklung der Mentalmagie, weg vom Übersinnlichen zum Glück, obwohl sie zum Teil da ja auch noch dran hängt, hin zum Lesen der Körpersprache, aber der Betrug ist der gleiche. Und die Tricks sind auch zum größten Teil dieselben. Halte ich für eine Form der Charlatanerie, zu der die Zauberkunst nicht herabsinken sollte, aus meiner Sicht. Letzter schlimmer Höhepunkt, Jan Becker mit seiner Hypnose-Show, zum Glück nur als Hypnotiseur, aber er ist trotzdem als Zauberkünstler auch rübergekommen dabei und damit sind wir endgültig in der Prekariats-Fernseh-Charlatan-Ecke gelandet. Halte ich für ganz, ganz negative Entwicklung. Die andere ist ziemlich in Tube. Diese Pseudo-Zauberei, Pseudo-Street-Magic, die da läuft. Schon der Begriff Street-Magic ärgert mich furchtbar, weil ich die Straßenzauberei für eine große Kunstform halte. Aber dann muss sie auch
auch durchaus kommerziell und auch unterhaltsam betrieben wird. Das ist die ehrlichste Form eigentlich des Geldverdienens, die wir haben. Man liefert erst die Show ab und sammelt dann ein und die Leute können immer gehen. Das wird ruiniert dadurch, dass man diesen Begriff missbraucht, lauter Fakes, eingeweihte Zuschauer hat, vorbereitete Situationen und der einzige täuschte Zuschauer ist die Kamera. Das halte ich auch für eine ganz schlimme Entwicklung. Und wenn ich dann sehe, dass diese Leute auch noch zum Teil in der Szene hochgejubelt werden, ja, dann ärgert es mich für dich. Für die Zukunft, es gibt natürlich andere Entwicklungen, klar. Die hoffe ich, dass sie sich durchsetzen in der Zukunft. Dazu gehört natürlich auch die Entwicklung der Theaterzauberei, gerade hier in Deutschland. Das ist ja auch etwas, was wir uns gar nicht immer so richtig bewusst machen. Wir haben eine unglaubliche Menge von Soloprogrammen, auf den Hamburger Zaubernächten merkt man es ja, die man engagieren kann, die in deutscher Sprache ablaufen. Und eine solche Fülle hat es noch nie gegeben, in der ganzen Geschichte der Zauberkunst nicht. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern jetzt so aussieht, aber das ist eine ganz, ganz positive Entwicklung. Und von der hoffe ich natürlich, dass sie sich durchsetzt. Und dann hoffe ich vor allem, aber da bin ich leider sehr skeptisch, Christian hat es vorhin ganz richtig gesagt, Zauberkunst kann nur auf dem Level sein, auf dem die Gesellschaft ist. Und die Gesellschaft entwickelt sich nach meiner Meinung auch in eine, wie soll man sagen, nicht unbedingt negative, aber eine anspruchslosere Richtung. Also durch die neuen Medien auch, wir kommen immer mehr in die Gefahr, alles nur oberflächlich schnell, alles muss furchtbar schnell gehen, alles wird eben ohne irgendeinen Tiefgang mehr behandelt. Ja, als letzter aus dem Reigen. Wir haben gesehen, dass die Zauberkunst eine ganz breite Definition hat und mein kurzer Impuls dafür ist, ich hoffe, dass wir Zauberkunst, andere Künste sind schon längst an den Universitäten und Hochschulen verortet, dass wir auch die Zauberkunst universitär anbieten könnten. Das machen schon einige Länder, um damit zum Beispiel in der Pädagogik, vielleicht sogar in der Therapie, Chancen aus der Zauberkunst herauszubekommen, die noch gar nicht gehoben worden sind. Das war mein Impuls für diese Runde. Vielen Dank. Ich fand das 6 unheimlich tolle Statements. Wenn ich noch was dazu sagen darf, ein Aspekt, der mir immer persönlich sehr wichtig ist, ich mag die Diskussion nicht mehr, ist Zauberei nur Kunst oder ist Zauberei nicht Kunst. Ich finde, davon sollten wir uns komplett lösen und sagen, Zauberei ist Kunst. Fertig, Punkt, aus, Schluss. Es gibt in jedem Genre, und das ist ja das Problem für meine Begriffe, dass das Genre Zauberkunst nicht annähernd den gleichen Stellenwert hat wie alle anderen Genres innerhalb der ganzen Kulturlandschaft. Und solange wir darüber nachdenken, ist das jetzt Kunst oder nicht, bleiben wir in dieser Schublade. Natürlich gibt es in jedem Genre, es gibt schlechte Maler, es gibt schlechte Musiker, aber kein Mensch würde deswegen Musik in Frage stellen, kein Mensch würde deswegen Malerei in Frage stellen. Und da fängt eigentlich für mich das Ursächliche an, zu sagen, so, Zauberei ist Zauberkunst, Punkt, Schluss, aus. Die Fragestellung, was passiert bei der Zauberei zwischen den endlichen Entertainern und den Zuschauern? Und da habe ich das Gigantische, was bei mir hängen geblieben ist, ist die unglaubliche Dichte zwischen den Menschen und bei Ehrlich, was das die Respekt und Freude miteinander, wie sie den Snowstorm produziert haben, wie das nachher ist bei mir weniger geblieben als die Haare, die verschwunden ist oder wiedergegangen. Ich dachte, da gibt es eine technische Lösung für, da arbeiten 40 Leute für jeden Tag eine Stunde lang. Ich wollte aber sagen, ich glaube, jeder Zauberer, der sich ganz bewusst darüber ist, dass die Menschen in eine ehrliche Atmosphäre mitgenommen werden wollen und darin magisch verzaubert werden wollen. Also sie wollen eine Person erleben, die sie sich anvertrauen können für die nächste Stunde oder so und einfach mitgenommen werden in etwas. Und das haben wir deutlich auch gesehen. Es war so verschieden. Man darf sich nicht für die Tricks interessieren als Zuschauer, sondern praktisch, man muss sauber reinkommen, dass die Zuschauer in diesem Moment sehr schnell haben. Nicht der Trick interessiert mich, sondern ich werde ihn mitnehmen. Ich glaube, das sind ein paar sehr interessante Gedanken. Vielleicht schließen Sie ein. Ich danke euch ganz herzlich für die Anregung. Ich bedanke mich bei Christian Knusen, Manuel Werbe, Jan Logemann, Frank Deger, Andreas Mitlandino und
Roman Erd. Vielen herzlichen Dank. Kommen wir noch zu einem ganz besonderen Punkt der heutigen Veranstaltung, auf den ich mich auch besonders freue. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, ist es ja immer mein Bestreben, Zauberkunst in die Öffentlichkeit zu bringen und vor allen Dingen auch Zauberkunst mit anderen Künsten zusammenzubringen, um auch davon zu profitieren, um aber auch andere Künste von der Zauberei begeistern zu lassen, damit sich auch die anderen Künste mit unserer Kunst beschäftigen. Es gibt Zauberer ja in fast allen Genren, in der Literatur, in der Malerei, im Theater, im Film, überall finden wir ja Zauberei. Jutta Haag ist auch absolut keine Unbekannte. Sie hat hier in Hamburg vor einiger Zeit den Literaturpreis für Kurzpoesie erhalten und hat auch ein Buch publiziert mit dem schönen Titel Haarige Zeit. Ist das richtig? Ja. Das ist ziemlich treffend, wenn man so einen tollen Namen hat, muss man den auch bald irgendwie vermarkten. Und sie hat für heute drei kleine, wunderschöne Episoden auch extra zu diesem Thema. Ja. Geschrieben und darauf freue ich mich jetzt ganz besonders. Ich durfte sie schon vorher lesen, ich werde jetzt nichts dazu sagen. Ich freue mich riesig und bitte nochmal einen wunderbaren großen Applaus für Jutta Haag. Vielen Dank. Ich habe mit Zauberei eigentlich nie was zu tun gehabt. Ich habe Zauberer noch nie aus der Nähe gesehen. Der erste, der war hier mit. Und jetzt stehe ich hier vor so vielen, die das gut können. Aber ich hoffe, Sie haben trotzdem und speziell auch bei meiner ersten Geschichte am Ende sehr viel Freude und vielleicht noch eine Idee, wie es bei Ihnen noch erfolgreicher wird. Der Weg zum Ruhm. Es geschah einfach so. Tim ergriff den kleineren der beiden auf einem blauen Samtkissen liegenden Ring. Nimm diesen Ring, sagte er und stockte dann. Die Braut riss ungläubig die Augen auf, denn der Ring war auf einmal irgendwie weg. Tim hatte es sich tausendmal gesagt, heute nicht. Aber Münzen verschwinden und wieder herzaubern lassen war der einzige Trick, den er richtig gut kannte. Und der war ihm bereits so in Fleisch und Blut übergegangen, dass er die entsprechenden Bewegungen automatisch ausführte, wenn er auch nur etwas Ähnliches in der Hand hielt. Und ausgerechnet heute haperte es mit dem Herzaubern. Wie ich schon sagte, ich bin kein Magier, ich bin ein Zauberkünstler. Und dessen wichtigstes Handwerkszeug ist unter anderem die Ablenkung durch Kommunikation. Viele weitere schöne zauberhafte Bravo!
Das wurde auch in der magischen Welt schon beschrieben. Markus Zink hat es einmal in einer Vorstellung, da trat du in Stuttgart auf, über deinen Artikel geschrieben, ein Funk auf die Gesellschaft. Otto, ja. Wir haben nicht viel Zeit und ich habe nur 65 Fragen. Das ist ja das alte... Gold oder Silber? Das ist das alte der magischen... Gold oder Silber? Gold oder Silber? Silber. Warum? Cola oder Wodka? Beides. Paris oder Wien? Paris. David Copperfield oder Paul Daniels? Zusammen, beide. John Stoney oder Levent? Levent. Ist es der mit der einen Hand? Ja. Nein, nicht, das ist Levant. Levant. Levent. Der Komiker mit dem karierten Hemd. Find sogar noch. Du bist ein großes Vorbild. Levent. Tom Stoney. Rato oder Crazy Horse? Also, wenn ich da etwas ausholen darf, der Brater, da habe ich über 6 Jahre meines Lebens verbracht und mein Traum war immer im Crazy Horse zu arbeiten. Der Brater ist in Wien, das Crazy Horse ist in Paris. Ich habe nie gedacht, dass ich dort jemals landen werde. Und irgendwie bin ich dann ins Crazy Horse gekommen, 20 Jahre später, und habe mir gedacht, es ist eigentlich wie der Prater, nur gibt es statt einem Scheinwerfer gibt es 150, aber sonst ist ungefähr das gleiche. Bist du ein typischer Stier, also willst du Sicherheit, Besitz und Genuss? Ja. Sicherheit, Position, jeder hat das gern, oder? Vielleicht eher Genuss, Besitz und Sicherheit ist mir leicht egal. Wir sind ja hier in einem Sozialstaat, Deutschland, Frankreich, Europa. Also wegen der Sicherheit, glaube ich, ist es nicht so wichtig, die Sicherheit. Und wenn ich einen Ratschlag geben darf, schmeißt alle extra Tabletten weg und geht's auf die Bühne. Bist du mit der Schauspielerin Paula Wessling verwandt? Nein, leider nicht. Sie ist aber sehr gut. Was ist im Umgang mit Bühnenhelfern grundsätzlich zu beachten? Mit Bühnenhelfern? Ja, dass die Wodkaflasche immer voll ist. So war es zumindest früher in Las Vegas. Jetzt ist es strengstens verboten, Backstage und Crazy Horse zu trinken. Aber sonst eigentlich, ja, Wodkaflasche voll und meistens sind sehr nette Kerle. Wo genau liegt die Ecstasy-Pille bei dir zu Hause versteckt? Leider liegt sie nicht mehr versteckt, weil das hat sich leider aufgehört. Aber damals waren so mindestens immer jeden Tag so im Durchschnitt 150 bis 200 waren versteckt, und zwar im Kühlschrank, und im Kühlschrank war eine Spraydose, und wenn man die Spraydose aufgebaut hat, sind die Tabletten rausgekommen. Und gleich noch eine Beichte: Wann warst du das letzte Mal so richtig schön sternnagelvoll? Sternnagelvoll, gestern Abend im österreichischen Restaurant gegenüber vom Hotel. Warum hast du deinen Chemikerberuf eigentlich aufgegeben? Den Chemikerberuf habe ich nie aufgegeben, die Chemie interessiert mich immer noch, nur anders. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Arzt gehe und ein Medikament verschrieben bekomme, frage ich genau, was da drin ist und wie das wird. Und meistens wissen die Ärzte das nicht genau, dann kläre ich sie auf. Was antwortest du auf den Satz, warum muss der noch auftreten, der hat es doch gar nicht mehr nötig? Ja, da kann ich dann zwei Sachen antworten. Erstens habe ich es noch nötig. Meine Rente beträgt 1500 Euro, das reicht nicht einmal für die Druckkasse. Und zweitens, ich glaube, wenn ich nicht mehr auftrete, dann sackt man nicht zusammen. Jetzt gibt es diesen berühmten Rentnertod. Wenn Leute nach hartem Arbeitsleben in die Rente gehen und plötzlich aufhören, 6 Monate später sind sie tot. Die halten das nicht aus. Die sacken sich zusammen. Bist du ein guter Zauberkünstler? Kommt doch mal, welchen Trick ich mache. Und warum bist du immer noch Zauberkünstler? Ja, aber ich sage mir, ich habe sonst nichts gelernt, was soll ich sonst machen? Ich bin gerade Chemiker gelernt. Ja, ich habe Chemiker gelernt. Chemiker, da habe ich angefangen mit 17 zu arbeiten, mit 23 habe ich als Chemiker aufgehört und habe immer gezaubert. Dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? The Producers von Mel Brooks. Hast du Vorbilder in der Zauberkunst? Ja. Tom Sony, Kalanak, Lance Burton. Und Vorbilder im Showbusiness?
Vor mir im Showbusiness, das bin ich sehr gerne. Das bin ich sehr gerne. Was? Im Showbusiness? Johnny McKay. Wie sieht deine Lieblingsgala aus, in der du auftreten möchtest? Mit welchen Kollegen oder Kolleginnen? Meine Lieblingsgala, das ist immer die Gala, wo ich dann auftrete. Also ich freue mich sehr, mit meiner Woche aufzutreten und mit Jan und guten Abend zu sein. Das ist meine Lieblingsgala. Freust du dich immer noch auf das Sterben? Auf Sterben? Ja, das muss der schönste Moment im Leben sein. Mit welchem Gericht kann man dich immer locken? Mit welchem Gericht? Es kommt darauf an, ob meine Gesundheit ist, so schon wieder Schnitzel. Hast du die Fragen geschrieben? Ja. Ja, toll. Ist 70 das neue 40? 70, na das, also muss ich sagen, mein neues 20 war mit 40, wie ich angefangen habe, richtige Techno, Drogen, so 5, 6 Jahre lang unterzutauchen, das war mit 20 und dann mein 40, ja, ich merke mein 40 jetzt, ja. Der Vitus Witt ist ja intelligent, sagen einige. Der hat eine Rubrik auf eine Seite beschränkt. Einmal kriege ich von ihm noch eine E-Mail, sagt der Otto, das sind 100 Wörter zu viel drin, die müssen weg. Die sind auch weggekommen. Nachdem das jetzt auf eine Seite beschränkt ist und nachdem es immer nur Momentaufnahmen sind, das dauert jetzt seit 7 Jahren. Jetzt sind wir bei der Rubrik Nummer 40. Also hätten wir damit angefangen, vor 40 Jahren, Momentaufnahmen auf eine Seite beschränkt, ohne Geschwatz, auf eine Seite beschränkt, das wäre der Brüller in der Zauberei. Leider haben wir es nur die letzten 7 Jahre, aber es kann ja noch werden. Ich bin eben nur 40. Mach mal weiter, ja. Ja, mach mal weiter. Ja, wie du wirklich seit Weinlauf Zeiten übt er die. Und es ist eine der wenigen Darbietungen, die wirklich im Laufe der Zeit für mich nichts an Attraktivität verloren haben. Es gibt ja viele, ich sage mal bewusst, artistische Darbietungen, die sind gleich. Es gibt Artisten, bewusste Artisten oder auch vielleicht andere Zauberkünstler, die machen wirklich 20 Jahre exakt die gleiche Nummer. Nicht nur, dass sie die gleiche Nummer machen, sie benutzen auch die gleiche Musik, die haben die also in den 50er Jahren angefangen zu entwickeln, die Nummer, und die führen sich zum Teil heute noch mit der Musik der 50er Jahre vor. Und Ottos Nummer ist für mich eine der wenigen Nummern, die wirklich mit der Zeit gegangen ist, und ich habe sie vor einigen Jahren im französischen Fernsehen in einer neuen Inszenierung gesehen und ich war baff. Und das freut mich jetzt besonders. Damit klingt übrigens dann auch der Tat aus. Also ich verabschiede mich jetzt schon. Draußen ist dann vielleicht noch mal der eine oder andere Händler da, der sich auf Ihren Besuch freut. Wer morgen kommen möchte, freuen wir uns auch. Ab 14 Uhr ausschließlich Museumseintritt muss gezahlt werden. 14 Uhr gibt es diesen Talentwettbewerb. Dann gibt es die Eröffnung der Ausstellung, die wir haben. Und dann gibt es nochmal eine Show mit den Künstlern, die heute hier auch zu sehen waren. Plus Andreas Andino, der auch in seinem kurzen Solo da teilnehmen wird. Und Richard Tetsch noch einmal mit einer anderen Nachricht. So, also, vielen herzlichen Dank. Machen Sie es gut, kommen Sie gut nach Hause. Ich brauche Sie. Und jetzt Bühne frei für Otto Wessely.
Ja, das war's.